Das sind sie, die Siefkes. Zwei der letzten Drehorgelspieler in unserer großen Stadt. Jeden Morgen gegen 8:30 beginnt für sie die Arbeit auf den Hinterhöfen. Siefkes sind wieder auf Tour mit neuem Repertoire. Diesmal ist auch Susi, das kleine Äffchen, mit von der Partie. Susi ist natürlich der Liebling aller Kinder. Aber auch Opa sieht ihr schmunzelnd zu. Für den Löttchen-Fietje ist Susi das größte Wunder seiner drei Lebensjahre. Susi bedankt sich für jede gespendete Geldmünze, indem sie gewichtig die Hand an die Kopfbedeckung legt. Streng äffisch. Und wenn aus dem Gruß auch mal ein Kratzen wird, schließlich ist man ja Affe. Den Scherenschleifer freut die Musik. Seine Arbeit ist eintöniger. Als junger Bursche, ja, da fuhr er zur See. 14 Mal um Kap Horn, das war was anderes. Aber Scherenschleifen bringt auch Geld und mit Musik geht's eben besser. Die Frage ist nun, kann man sich eigentlich einfach so eine Drehorgel kaufen und drauf losdrehen? Bei uns ist doch alles durch Bestimmungen und Verordnungen geregelt, so mit Stempelgebühren und so. Sollte es etwa bei dem letzten Rest von Romantik in unseren Tagen anders sein? Es ist natürlich nicht anders. Bei uns herrscht Ordnung. So müssen sich die Orgeldreher einmal im Jahr mit ihren Instrumenten bei dem zuständigen Polizeimusikmeister vorstellen. Diese Vorschrift hat den Zweck, die Instrumente regelmäßig auf Klangreinheit und Lautstärke zu überprüfen. Gut, kann so bleiben. Ein bisschen Examensangst hat Frau Ira ja doch. Mit Glanz bestanden. Die Papiere waren also in Ordnung. Das Publikum freut sich. Und Susi auch. Ja, Inge, sieh sie dir genau an. Noch fahren sie jeden Tag. Ob sie auch noch spielen, wenn du groß bist?